Die richtige Antwort lautet 48 Gold, 70 Silber und 86 Nein! Und damit hat Phil ja! gewonnen. Applaus, Applaus, Applaus. Ich freue mich unglaublich. Und du weißt, was das bedeutet, Flo. Das bedeutet, ich mal mein Angebot noch wir vorbringen. Löschen deinen WoW-Charakter, so wie ich das eben auch noch mit dem Community Manager von Blizzard abgesprochen habe. Und darf ich würde sagen, wir gehen dazu an die WoW-Rechner. Ich darf selber tun, ja? Du darfst es ruhig selber machen. Kommt ruhig alle mit. Du darfst mir aber nicht zugucken. Und mit alle meine ich dich, Phil. So, log dich ein. Nimm ruhig Platz. Das solltest du nicht entgehen. Das ist ein magischer Moment. Ein kleiner Triumph für dich. So, und wir löschen den Charakter vom Flo. Ja, warte. Ich muss auch erst Informationen eingeben. So. Tja, das ist wohl die Kuh. Das ist der kleine Verrecker. Tjo. Der Nascher. Naschen. Ich leg der... Nö, ich... Komm, ich mach das spannend. Da macht das spannend und da ist er weg. Und das war's. Wir sind raus, Phil und Flo. Komm, Phil, wir sind auch noch nicht raus. An alle da draußen, vielen Dank, dass ihr so lange. Das war's. Das ist der gelöschte Charakter. Und wie ich es eben schon zu Beginn der Sendung gesagt habe, ich werde auch gleich nochmal, da gebe ich euch mein Wort drauf, mit dem Blizzard-Community-Typen reden. Wie heißt er? Mark Olbert. Genau, der Herr Olbert, mit dem werde ich gleich nochmal telefonieren und auch sicherstellen, dass da nicht irgendwie ein Backup existiert oder so, weil das muss schon alles seine Richtigkeit haben. Und die Items, die werden an meinen Charakter übergeben. Nee, die sind jetzt leider mit gelöscht. Nee, die kann man aber, habe ich schon alles abgeklärt. Gut, das ist, wir es endlich geklärt haben. Somit ist Philipp Senkball... Er ist nicht nur der bessere Mensch, sondern auch der bessere WoW-Spieler. Er ist der Ugrimmar Endboss, damit gehört ihm die Horde. Alle meine Fans, danke, dass ihr so lange treu dem Nascher zur Seite gestanden habt. Ich verzichte alle beide zu looten, ja. Den Boss. Ah, hier. Ja, das ist, glaube ich, auch das letzte, ist das eigentlich die letzte WoW-Spieler.